Hey und willkommen, ich bin der Bergmann. Es ist 5 Uhr morgens, ich muss ja leise sein, weil das Haus hellhörig ist. German Let's Play mit dabei, wir spielen Master Builders, hallo. Hallo, da. Ja, ich freue mich sehr, mal wieder auf eine Runde Master Builders und das Wort Zahnarzt. Zahnarzt, oh. Manu, du warst ja damals beim Chemiefilm dabei. Wie heißt denn nochmal das Schmerzmittel, das dort verwendet wird? User disconnected from your channel. Ist jetzt komplett geleftet. User joined your channel. Oh, die Schmanin, ja. Sehr gut. Bist du noch in der Runde drin? Ja, yeah, also, bin ich okay. Geliebt. Okay. Ich hatte zwar kurz Angst wegen der Frage, aber alles gut. Hast du schon eine Idee, was du baust? Ja, vielleicht ein Dentist. Ja, aber baust du den so übermenschlich? Spiel ich den. Ach komm, sei ruhig, ich rede nicht mehr mit dir. Sag mal, Manu, das ist mein Kanal hier, du kannst mich doch nicht so vorführen vor meinen Zuschauern hier. Ja, sorry. Ja, nee, keine Ahnung, ich glaube, ich habe das schon 10-mal gebaut und bin jedes Mal explodiert. Du kennst das Wort schon? Du weißt vor allem, dass es noch, du weißt noch, dass du es gebaut hast? Das ist ja krass. Ja, klar. Dentist hatte ich schon 2-mal oder 3, 4, 5-mal. Baust du immer dasselbe dann? Also bei manchen Begriffen wirklich schon, in der abgewandelten Form, aber jetzt gerade eigentlich schon, ja, nur komplett anders eigentlich als vorher, komplett beschissen. Ich gehe jetzt full risk, Alter. Ich habe richtig Bock hier. Ich gehe full risk. Ach, Mann, ich mit was denn? Mit meiner Idee hier. Ich mache alles nochmal neu. Was? Ja. Ich habe zu viel Zeit verloren, ich weiß, aber ich brauche den Thrill jetzt auch. Ich brauche jetzt auch den Thrill. Gib alles. Ja, Manu. Du auch. Mach ich. Das so. Mach ich. Wann hast du das denn überhaupt zuletzt gespielt? Oh, ich glaube auch schon 2-3 Monate auf jeden Fall her. Ne, länger. Ich vergesse immer, dass ich eine halbjährige Pause hatte. Also 8 Monate? Ja, ungefähr. Ich glaube, da habe ich sogar eine Challenge gemacht, die Film-Challenge, wo ich so wieder alles im Filmstudio gebaut habe und so. Das war eigentlich ganz gut. Challenge-Zeit war auch eine schöne Zeit. Erinnere mich gern dran zurück. Da hast du mir ja auch jeden Abend geschrieben, wann kommt eine neue Challenge und so. Ja. Da warst du auch bei einigen dabei. Ja, Alter, und Klaus diese eine, ne? Auch. Ist das nicht sogar der meistgeklickte Video, da wo... Mit dem Pizzastück? So. Nee, irgendwer hat ein Lager gebaut. Wer war das? Was war das denn nochmal? Nee, das war Bad Wars. Ja, die schlimmste Bad Wars-Folge ever. Ich hab richtig krass die war großartig. Gelacht. Also, die war das großartig. War. Was macht denn Realer XD? Der baut uns hier so eine kleine Sauna unten, so eine Herrensauna oder was? Was ist los hier bei dir? Nee, vor allem das Geile ist, der hat hier echt Schwerter und alles gemacht. Hat er echt? Guck mal, hier ist richtig viel Gold und Eisen, Alter. Was willst du mich verarschen? Ohne Scheiß jetzt. Da ist nicht ernsthaft viel Gold. Hier 11 Gold, 17 Eisen. Was? Er schreibt selber, mein Lager ist so unnötig. Also manchmal hast du wirklich Sachen hochgeladen. Ja, das war ja immer noch diese Stressphase damals, wo einem alle dann so ein bisschen Druck gemacht haben, ja, man muss gute Runden hochladen und sowas. Und dann war eigentlich normalerweise, wenn man auf so eine PvP-Runde gegen die gut zählen sollte, dann wusste man nach 5 Minuten, kann ich die brauchen, kann ich die nicht gebrauchen. Ja. Aber ich mochte das dann ab und an, einfach auch die Folgen hochzuladen. Die scheiße sind. Die eigentlich scheiße sind, aber dadurch halt schon wieder einfach geil waren. Und dazu ja, gehörte okay, diese Folge. Die musstest du ja hochladen. Das war ja. Keine Ahnung, du hast dich ja selber so totgelacht. Ja. Warst du dabei bei der Folge? Nein, leider nicht. Da haben wir aber noch gar keinen Kontakt dabei gewesen, oder? Dann. Ja. Doch. Doch schon. Dann. Ja. Ey, keine Ahnung, ich hätte einfach. Was hättest du? Uriniert. Das war aber auch ein super Typ. Vor allem, ich glaube, er ist ja noch, nachdem er sein Lager dann fertig gebaut hat und alles in die Hose ging. Es gelieft, ne? Es geleftet dann, ja. Genau, ja. Das ist echt so geil. So, ich bolze mein Lager und tschüss, ihr Loser. Ja, mein Problem ist gerade, dass ich noch gar nicht angefangen habe, den Begriff zu bauen und das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht. Ich bin so gespannt. Und ich glaube, du hast klein gebaut. Ich glaube, du hast versucht, das klein zu erzählen. Ich habe komplett Scheiße gemacht. Ach du Scheiße, Alter. Ja, das hätte man besser machen können. Das hätte man wirklich besser machen können. Also ich habe da, wo die Arme müssen, den Kopf hingemacht. Oh. Oh, das ist deins. Das kann doch funktionieren. Das ist deins. Nee, aber das ist tatsächlich das, was ich zuerst bauen wollte. Finde ich super gut. Finde ich mega gut. Kriegt amazing. Ja, kriegt echt ein amazing. Ja. Auch mit den Partikeln hier, Alter. Der hat beides hinbekommen. Der hat einfach beides hinbekommen, dieses miese Schwein. Ich bin überhaupt völlig überfordert. Überhaupt nicht gewohnt, dass die Leute hier so gut bauen. Das, na Mensch, von wem könnte das denn sein, du? Vor mir, guck, da sollten erst seine Arme hin, hier, wo ich draufstehe. Keine Ahnung, warum. Ja, dann hat doch alles geklappt, du hast doch einen Hals gebaut. Was ist das hier für eine Kreissäge oder was? Das oder? Ist eigentlich eine Zahnbürste, aber das ist Schwachsinn, weil. Ja. Keine Ahnung. Nee, ja, doch, der Gedanke. Doch, das macht schon Sinn. Oh, das ist. Das sieht natürlich ein bisschen eher so Alien-Autopsie. Ich finde den hier. Aber cool. Ich finde den Zahnarzt irgendwie echt cool. Weißt du? Eine richtige Kante. Hier so ein Schwarzenegger-Typ, ne? Ja.
Ah, finde ich auch gut. Bislang kein schlechtes Bauwerk bislang. Ich bin eingeschüchtert. Naja, bist du meins. Also. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Wo ist hier los? Was? Das ist jetzt vielleicht. Was soll denn das sein? Ja, vermutlich sitzt die auch so im Stuhl. Jetzt okay. Ja, aber das würde ich nie erkennen. Also, es kriegt mehr. Die sehen zwar nicht schlecht aus, aber du erkennst halt null, dass das ein Zahnarzt sein soll. Das stimmt leider. Das stimmt. Alter, er ist mega wasted hier. Er ist noch mitten gerade. Er fährt mega gerade den Medikamenten. Alter, was ist denn für ein Körperbau? Er ist gerade aber auch aufwachen. Da. Du erkennst ja gar nicht, dass das ein Zahnarzt ist. Ja, aber mit dem Wort zusammen ist es halt Aufwachraum hier gerade. Das fand ich jetzt schon gut. Das fand ich nicht schlecht. So, was haben wir hier? Liebe Grüße. Zahn. Nice. Da war noch ein Schild gerade irgendwo, oder? Nee. Da steht einfach nur Zahn. Kann man machen. Ist eigentlich ein Amazing. Oh. Schade. Bryce Mitchell. Schade. Auch unverdient. Also eigentlich hättest du gewinnen müssen. Ja, danke. Schimmel? Schimmel aus dem Müll. Geil. Also das ist... Ja, wieso? Das ist doch ganz eindeutig. Nee, meins kam schon. Ich bin hier genickt. Ja, genau. Oh! Das ist deins? Ja, ich habe nicht genügend Zeit gehabt. Ich habe mich ein bisschen verschreckt. Ach, deswegen, weil du alles wieder kaputt gemacht hast. Ja. Er hat kapituliert hier. Hä? Er ist auch wieder eine Zahnbürste. Ja, aber das erkennt man ja noch weniger als das andere. The wise old man with a chapstick. Okay. Ja, das könnte sein. Habe ich auch vergessen zu bewerten, weil es die pure Schönheit, die hat mich sofort umgehauen. Ich habe gewonnen. Wer hat denn jetzt gewonnen? Du bist es doch nicht. Der XX Pickle. Der den einen Zahnarzt, wo wir beide begeistert waren. Ich muss dich fragen, Manu. Was glaubst du, kommt für ein Wort dran? Was hast du so im Gefühl? Du bist doch so... Also, entweder Schuh. Mhm. Oder Dentist. Okay. Ich sag Clown. Oh, guck mal, nicht schlecht. Aber Smile ist nicht... Smile kann man einiges mitmachen. Ich habe auch schon eine Idee, die super kreativ ist und das mache ich auch nicht immer. So ein Smiley-Face? Nee. Noch viel langweiliger. Ich gehe nochmal, ich reproduziere hier nochmal alte Erfolge von eben gerade. Was? Ja. Machst du schon wieder so einen Gammeltyp, der keine gesunden Zähne hat? Moment mal, Gammeltyp, also gesunde Zähne ja, ungesunde, aber wieso denn Gammeltyp? Also das war doch ein sweeter Boy, oder nicht? Das war für dich ein sweeter Boy. Naja, er hat bestimmt einen guten Charakter gehabt. Glaubst du? Wirklich wie der aussah. Ja, was ist das für Äußerlichkeit, nachdem du hier gehst? Also nur weil das Gesicht ein bisschen geschwollen war. Hab ich dir eigentlich mal davon erzählt, Manu? Jetzt, wo wir gerade auch das Thema Dentist haben, als übergeordnetes Thema der Folge, wie mir damals alle vier Weisheitszähne auf einmal gezogen wurden. Irgendwie erzählen das echt viele, ne? Mit den gleichzeitig? Also, ich habe das Gefühl, das hat die Hälfte der Menschheit getan. Ja, selber getan würde ich jetzt weniger sagen, aber... Nein, das nicht, aber naja. Diese Entscheidung getroffen. Bei mir war es aber keine Entscheidung. Also er meinte mir so, hier, Spritze kommt jetzt rein. Jetzt oder du bist tot. So in der Art, genau. Ach, kenn ich. Ja. Ja, das war die ganze Geschichte eigentlich. Bin ich aufgewacht und kennt das ja normalerweise immer so von, ne, wenn eine Gesichtshälfte so leicht angeschwollen ist, aber mir war halt wirklich das ganze Gesicht. Und dann hatte ich aber das große Glück, dass es irgendwie Winter war und ich abends immer vor Schmerzen kollabierend raus in den Garten gegangen bin. Damals hatten wir ja noch Schnee im Winter. Ja, und damals in den guten alten Zeiten. Genau. Und dann habe ich mir so eine dicke, fette Eiskugel genommen, Alter, bin ich schön so ums Gesicht rumgewickelt mit so Handtüchern und so. Das war eine grauenvolle Zeit, du. Grauenvolle Zeit. Ja, aber wie lange hat das denn gehalten? Also wie stark war das? Geschwollen? Ja. Also bestimmt eine Woche. Also eine Woche bin ich auf jeden Fall zu Hause geblieben. Boah, und ich weiß nur, dass ich dann auf jeden Fall mit Schmerzen und immer noch geschwollenem Gesicht in die Schule gegangen bin. Das war natürlich der absolute Horror. Wie alt warst du da? 11, 12? Ach so, so jung? Nee, lass mich mal 13 sein. 13, 14. Ich glaube, es kommt eher hin. Ich hab meine ja noch, ne? Du hast deine Weisheitszähne noch. Ja, klar. Ich habe meine Milchzähne noch. Nee, aber die Weisheitszähne hast du auf jeden Fall noch. Die habe ich. Aber das kann auch gefährlich werden, weil die doch dann quasi... Das Problem ist ja, dass sie sich unter die anderen bestehenden Zähne durchhebeln quasi. Genau, ja, wahrscheinlich. Und den ganzen Kiefer irgendwann zerreißen. Machst du dir da nicht irgendwie Sorgen? Also erstmal... German Let's Plays, Mund explodiert. What's up? Nee, mache ich nicht, weil man das da irgendwie auch merkt. Das ist ja nichts, wo du auf einmal den Mund aufmachst und dann platzt dir alles weg, sondern es tut weh. Irgendwann tut es ja weh, irgendwie. Ja. Und also dann bin ich natürlich sofort beim Zahnarzt. Wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Zwei Jahren. Vor zwei Jahren? Zwei Jahren doch. Zwei Jahre.
Das ist das Größte, was ich je gebaut habe. In 3 Jahren Minecraft. Das ist natürlich die Frage, wie mache ich das jetzt am besten mit dem Mauf hier, Alter, dass er den Mauf schön takt. Wirfst du Maus, meinst du? Ja. Also ich frage mich, also langsam müssen die Leute auch bei mir denken, wow, werd doch bitte noch eintöniger mit deinen Bauten. Vor allem ist es wirklich 1:1 dasselbe Bauwerk, Manu. Ach, bei dir auch? Ja, ja. Guck mal, mach jetzt hier noch einen Mega-Gag. Ich mach jetzt hier den Mega-Gag. Nein, es sieht mega kacke aus. Scheiße, schnell wieder zurück. Ich will eine Nase machen. Um noch ein bisschen die Leute zu verwirren. Dass ich, oh Gott, was habe ich da gebaut? Das ist mit Abstand die hässlichste Gott. Folge, die ich jemals hatte. Oh, oh Gott. Ich hab so groß gebaut. Ey, der ist cool. Kennst du nice. Mr. Bean, der Film? Ja. Wo er das Gesicht von der Mutter wegmalt. Ja, und also, das ja, drauf, ja. So sieht mein Gesicht aus. So sieht mein Gesicht aus. Ja, das ist natürlich auch wieder cool. Das ist auch wieder Pickel. Das ist so viel besser als zum 1, Alter. Von wem ist das denn? Also schöne Horrorpuppe. So ein Joker. Aber ich finde, was sind das für Partikel denn immer hier? Also ist es, wenn jetzt jemand... Keine Ahnung, aber ich habe... Oh, die Dame ist nicht richtig. Aber guck dir mal, wie groß der ist, Mann. Wie dick ich den gebaut habe. Das ist natürlich so ein bisschen... So eine Ultrakante. Annabelle, ne? Dieser Horrorfilm. Das könnte natürlich auch so eine Puppe sein. Ich sehe da eine Marktlücke bei Merch bei dir. Da hat nicht ernsthaft jemand einen Smiley gebaut, oder? Mit einem Hut. Ja. Kriegt ein Bleeding. Ja. Nee, ist ein okay. Nee, ist ein okay. Ich geb ein Bleeding rein. Ist mehr. Nee, das ist auch, einfach kein hübsches Lächeln. Sehr gefühlt. Hä? Das ist die eine, die Palette noch. Die eine, ja, die das eine. Das ist ja kein eine. Lachen, kein Smile. Hm. Nee. Was ist das dahinter sorry. Hier? Ja, sie wollte wahrscheinlich noch ein Smiley machen. Ja, das ist doch ganz smart. Das ist deins. Nein. Der würde sich noch so freuen. So pipapo, ja. So und so. Hier, guck. Was? Mein Hammer kommt noch mal. Ein Sandhaufen. Was haben wir denn hier, Alter? Das sieht doch nicht schlecht das aus. Das ist jetzt nicht wirklich deins, oder? Das ist doch never ever deins, wenn das deins ist, ne? Das kaufe ich dir nicht ab. Das ist deins! Warum? Ich weiß es nicht, Manu. Die Zeit, sie hat mich unter Druck gesetzt, Mann. Okay, also das ist einfach... Ich sag ja, Mr. Bean, Alter. Vor Panik einfach mal schnell so eine dicke, fette Nase gezogen, Alter, und gut ist. Ja, aber warum denn auch aus dem Material, frage ich mich. Ja, weil ich Gesichter immer aus Sandstein gemacht habe. Aus welchem Material machst du Gesichter? Das ist doch... Ton. So, ja, aber es ist doch so... Aus Ton? Also bei mir sieht's einfach aus wie Sand. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Wir teilen uns beide den ersten Platz. Ja, dann gucke ich auch gar nicht hin. Dann gucke ich auch gar nicht hin. Ich blende das okay, alles aus. Ja, ich schneide es einfach weg. Es wird alles ausgeblendet. Ich sehe, ich gucke gar nicht hin. So, guck mal hier. Ui! Guck mal, aber immerhin auf dem 4. Ja. Ja. Kann ich mit leben. Das ist, geht ja voll fettes, klar. Das ist ein fettes Nice von mir. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut bei Manu vorbei. Ansonsten, fantastischen Tag für euch. Tschüss, euer Bergmann.